Ja, grüß euch alle miteinander. Ich möchte euch recht herzlich zu meinem neuesten Projekt, neu ist gut gesagt, für mich halt neu, Killzone 3 begrüßen. Und zwar, es ist nicht wirklich neu, das Spiel, das ist mir klar, und für mich ist es auch nicht so wirklich neu. Aber momentan habe ich nichts Gescheites gefunden, was ich spielen soll, und so bin ich halt einmal beim Killzone 3 gelandet und habe mir gedacht, na, da mach's gleich mal ein Let's Play draus. Dass es nicht so fad ist. Ja, dann geht's einmal los. Und nur kurz in die Optionen reinschauen. Das alternativ passt. Das will ich umgekehrt. Okay. Anzeige. Untertitel sind auch ein. Passt. Gut. Spielen wir die Kampagne und wir spielen es natürlich. Nein, Veteran nicht, aber auf Soldat probiere ich es einfach einmal. Wäre sicherlich ein paar Mal sterben, aber schauen wir halt einmal, wie es auf Soldat so vorangeht. Vor 6 Monaten töteten unsere Feinde einen großen Mann, Skolar Visari, Vater unserer Nation. Heute erinnern wir uns an die Hoffnung, die er uns gab, den Sinn, den er uns gab, die Vision, die er uns gab. Eine Vision, in der Helgast ihren rechtmäßigen Platz im Universum wieder einnehmen. Auch ewig werden wir unseren Kindern von diesem Tag erzählen. Dem Tag, an dem seine Vision Realität wird. So, da. Und da sind wir schon mittendrin in der ersten Mission. Für diejenigen, die die Geschichte kennen, die wissen eh, warum wir da jetzt quasi mehr oder weniger als Helgast unterwegs sind. Und die Geschichte nicht kennen, die werden es auch relativ bald kapieren. Ich löse es jetzt nicht auf. Müsst halt einfach weiterschauen und dann werdet ihr es auch wissen. So. Jetzt sind wir da offensichtlich selber so Hellgast in irgendeinem Fabrikstahl oder irgend sowas. Diese verdächtige Aktivität ist dem Vorgesetzten zu melden. Was bist du? Gut. Ihre Einheit. Boah, der war streng. Grüß dich. Sie wurden den Waffentest zugeteilt. Achso. Na dann gehen wir. Der war's. Gefangenentransport auf Stein. Achso. Aha, da dürft man nicht weiter, solange der Gefangenentransporter da ist. Also für diejenigen, die sich da gar nicht auskennen, was ich ja zwar nicht glaube, die mit den roten Augen, das sind an und für sich die Besen, ja, also. Aber mehr verrate ich ja schon nicht. Dann schau mir in die Augen, Kleiner. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin da urklar in dem Spiel. Kann man nicht helfen? Die anderen sind alle so groß. Kommt man da so klar vor? Okay, ich laufe halt jetzt einfach mal mit dem danach. Haben Sie nichts zu tun? Ui, da ist der woanders Kapper, laufe ich jetzt erst, oder? Da schaut es alle ein bisschen anders aus. No. Ei, wo sind wir da? Irgendwo hoch oben auf alle Fälle, wenn wir mit der Seilbahn ankommen sind. Da steht auch wieder so. Na, was machst denn du leicht, oder? Gibt's ja nicht, hörst. Ist der Wahnsinn. Sicherheit geht uns alle an. Sind wir ein bisschen unentspannt, hä?
Schaut so aus. Die wirken alle ein bisschen angespannt. Schauen wir halt einmal. Da steht wieder einer rum. Der pflaumt mir wenigstens nicht klar an. Halt! Sie bringen ihn in den Übertragungsraum, Sir. Ja, Sir. Sie haben Labordienst. Bei den Waffentests melden. Ja, frag mich nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Ich renne einfach erben noch. Hey, da was geht denn da? Schau, oder was war? Ja, ich schau mich da zuerst ein bisschen um. Da ist man auch nicht alle Tag, oder? Kann man doch mal ein bisschen schauen. Da ist schon wieder so ein Rotauge. So Drohnenzeugs. Irgend so Flugdrohnen. Ich werde zur Story wär überhaupt nichts verraten von dem Spiel und auch nicht viel sagen. Schaut es euch einfach an. Soll sich jeder seine eigene Meinung über die Story machen. Schauen wir uns halt einfach mal das Spiel da an. No. Der Waffenmeister möchte Sie sehen. Er befindet sich am anderen Ende der Schießanlage. Jawohl. Der Waffenmeister. Wo ist der Waffenmeister? Na, das ist der andere. Was? Grüß dich. Erst bist du der Waffenmeister. Jeder, der in sensiblen Bereichen der Fabrik arbeitet, braucht mein Okay. Boah, wow, so wichtiger bist du. Laden Sie nach, bevor Sie loslegen. Munition finden Sie hier in der Kiste. Das dürfte ja ganz ein wichtiges sein da. Na, schauen wir mal. Laden Sie nach, bevor Sie loslegen. Munition finden Sie hier in der Kiste. Ja, hab ich gemacht, oder? Fangen wir mit dem Sturmgewehr an. Zerstören Sie die Ziele in der Mitte der Anlage. Zerstören wir die Ziele. Haben wir die Ziele zerstört? Das ist mit dem Controller gar nicht so einfach. Sehr gut, kommen wir zur Zweitwaffe. Nehmen Sie die Pistole von der Theke. Und die schafft es bei uns. So. Treffen Sie die Nahziele auf der Anlage. Ja, das ist gemein. Der darf da nur auf sichergebende Menschen schießen, weil wir da quasi gut, böse sind. Nachladen, dann geht's weiter. Schaut aus, als der Batterie okay, wechseln. Jetzt zurück zum Gewehr. Ja. Treffen Sie die Fernziele auf der Anlage. Yes, man. Ui, daneben geschossen. Killst mir jetzt den nicht? Das war aus der Entfernung ziemlich schwierig. Achso. Mit dem Visier suchen Sie Ziele heran und schießen präziser. Ja, da tust mal ganz was Neues. Na, probieren wir's. Achso, da muss ich. Sonst geht die Sequenz nicht los. Jawohl. Ich bin mit Visier. Schlecht als ohne Visier. Da schaust, gell? Ach, sowas gibt's. Die unbeweglichen Ziele schießen nicht zurück. Die ISA schon. Wenn Sie in Deckung gehen, bleiben Sie länger am Leben. Suchen Sie hinter der Metallplatte Deckung. Ja, ist das richtig brauchbare Tipps, Herr Flogger? Sie können aus der Deckung die Ziele anvisieren. Versuchen Sie es. Schießen Sie aus der Deckung heraus. Schießen aus der Deckung heraus. Na, geht doch. Versuchen Sie aus der Deckung mit dem Visier ein Fernziel zu treffen. Passt es so, großer Meister? Ha? Passt? Okay, zu. Ja, er kann weiter. Oh. Habe ich das große Okay des großen Waffenmeisters? Boah, danke schön. Der macht einen Aufstand da. Gut, gut. Der Vorsitzende und? Stahl erwartet Sie im Übertragungsraum. Okay. Okay, gut. Na gut. Freunde, was macht ihr da? Ah, da gibt's schon wieder Munition.
Grüß dich. Was machst du da? Unfreundliches Volk. Da sieht man aber, was so ein schlechtes Betriebsklima in einem Betrieb ausmacht. Liebe Chefs, schaut euch das an. So schauen unzufriedene Angestellte aus. Ah, genau, sag ich's ja. Alle unentspannt. Die Treppe hoch! Ja, ja. Mein Gott, na. Die Treppe rauf! Lassen Sie den Vorsitzenden nicht warten! Ja, lasst mich nicht aus die Augen. Fall ich da, ha? 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 Was ist? Mein Gott, na. Gut, gehen wir weiter. Absorptionsrat um 20 gestiegen. Glasboden. Reaktion verstärkt sich. Unter Einheiten 2, 4, 7, 12, 15. Kommt nicht alles. Gut, also die dann da irgendwas umeinander probieren halt mit unseren Worten. Diffusionssteuerung aktiv. Wissenschaftliches bla bla bla. Grüß dich. Was ist? Zahl ein kleinen Riesel aus dem Gesicht, wenn du zur Base schaust. Auf die 3. Exekutionskommando. Dort drüben. Ich beseitige dieses Übel, das ich willige und Sklaven schafft. Und zu Visaris Ehren leiten wir morgen die größte Militäraktion unserer Geschichte ein. Um diese zu feiern, biete ich euch Gerechtigkeit. Rache! Und den Tod seiner Mörder! Sie! Ja, ich. Seth! Seth! Sind Sie okay? Nein, Rico. Ich bin nicht okay. Wir hatten den Kerl, hatten ihn. Und Sie bringen ihn um! Das war Visari! Ja, Sir. Über den Fluss. Klar! Alles klar. Absolut. Natürlich, General. Ich bete für Sie, dass es ihm besser geht, als er aussieht. Ich geb's auf. Zeitpunkt des Todes, 21.20 Uhr. Oh, das ist ja perfekt. Einfach nur perfekt. Männer, herhören. Wir müssen sofort los. Also, packt euren Kram. Delta, Sie wissen Bescheid. Hooper, Fahrzeug, und zwar pronto. Wo zur Hölle sind Velasquez und Shevchenko? Hören Sie, Seth, ich habe getan, was ich tun musste. Und ich werde verdammt nochmal dafür sorgen, dass er dafür vors Kriegsgericht kommt. Captain. Sergeant Shevchenko. Sergeant Velasquez. Command zieht die Reißleine. Sie wollen, dass wir eine Notfallevakuierung durchführen. Wir ziehen alle Soldaten vom Planeten ab. Wir ziehen ab? Ich ziehe nicht ab. Der Krieg ist in vollem Gange. Was soll denn dieser Blödsinn? Oh nein. So läuft das hier ganz bestimmt nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Ich sollte Sie beide standrechtlich erschießen lassen. Jetzt halten Sie die Klappe und hören mir zu. Ist das jetzt klar?
Ist das jetzt klar? Ja, Sir! Sergeant Velasquez, sind Sie zu blöd, einem Befehl zu gehorchen und endlich das Maul zu halten? Captain! Okay, herhören! Eine Kreuzerflotte der Helgas nimmt direkten Kurs auf unsere Position. Der General will, dass wir aufbrechen, bevor sie hier eintreffen. Am besten kämpfen wir uns durch den Visari-Bezirk und überqueren den Korinth. Von dort aus geht's nach Osten zum Sammelpunkt, einem Krater von der Größe von Kansas, irgendwo unter dieser Pilzwolke. Wir haben nur einen Anlauf, also werden wir streng nach Plan vorgehen. Gut gemacht, Hooper. Wir haben nicht viele dieser Babys, aber sie sind unsere beste Chance gegen das, was die Hicks haben. Was zur Hölle ist das? Wir müssen hier weg! Los! Seth, sorgen Sie für einen sicheren Korridor! Los, los, los! Auf was? Auf alles! Wie zur Hölle kam der denn her? Ja. Seth! Seth, alles okay? Ja. Sehen Sie jemanden? Ja. Vielleicht da lang. So, und da mache ich jetzt einmal den ersten Break von der ersten Folge. Ja, bei den anderen, die wir jetzt gesehen haben, geht's offensichtlich auch nicht wirklich entspannt zu. Da der eine kleine Captain oder was er da ist, der ist auch recht ein strenger Stecken, der lässt auch nicht viel durchgehen offensichtlich. Ja, schauen wir mal, was weiter passiert. Das war's jetzt einmal mit der ersten Folge und nicht lang, und es gibt natürlich auch wieder die nächste. Also dann, pfiat euch!